Oh Mann, irgendwie habe ich auch gerade voll das schlechte Gefühl. Da kommen wir nicht lang. Ich habe nur 60 Leben. Und ich hätte einfach gerne eine Werkbank. Ich möchte eine Werkbank haben. Wo ist eine Werkbank? Verdammt. Sieht hier alles so endgegnermäßig aus. Fresh meat. So, sehr schön. Wir machen die hier alle Platte. Und das gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wir blocken auf jeden Fall schon ganz gut. Gott sei Dank. Boah, Alter, jetzt wird hier auch ein bisschen. Wenn die alle angreifen. Kaka-Kaka-Kombo! Oh, das war geil. Das war, ich glaube, das war richtig geil gerade. So, ich möchte. Ach Mann, ich will wieder zurück zum Altar. Scheiße. Okay, wir brauchen einen weiteren Altar und wir brauchen eine Werkbank. Oh Gott, das gefällt mir absolut nicht. Ich hätte auch gerne mal Leben. Da. Das Auge. Das Auge eines Gottes. Und ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei. Renato hat mich angesteckt mit einem schlechtes Gefühl. Hier glitzert irgendwas rot, ich würde mal sagen. Puh, okay. Und los. As he held the radiant icosahedron, Renato felt queasy. Like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Renato ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Renato ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial Outpost. The Imperial Outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Renato. But what if Lupino got the core and then broke it or lost it? Or worse, was Renato ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Okay, wieder eine Entscheidung. Nein, der Kern war zu wichtig, um ihn Lupino anzuvertrauen. Das klingt sehr nett. Der Kern des Skyrippers. Selbst ohne das Gehäuse musste es einen Weg geben, seine Kraft zu nutzen. Die Wissenschaftler auf dem Nexus wüssten sicher, wie das zu schaffen war. Konnte sich Renato wirklich darauf verlassen, dass Lupino ihn zur Inselwarte bringen würde? Nein, es war einfach zu riskant. Er würde den Kern selbst bringen müssen, selbst wenn ihn die... wenn ihn dies seiner unguten Aura aussetzen würde. Hauptsache, ich wäre dieses gruselige Gefühl los, dachte Renato nur. Wenn er sich darauf verlassen könnte, dass Lupino ihm den Kern beschaffen konnte, dann würde Renato stattdessen einen imperialen Außenposten angreifen und wertvolle Informationen für die Rebellion erhalten. So konnte er außerdem der ungesunden Aura des Kerns fernbleiben. Ja, wieder... Naja, wieder eine Entscheidung. Wir bringen den Kern selber dahin und haben kein Vertrauen in unseren Freund Lupino. Oder wir beschaffen wichtige Informationen und, naja, befreien eventuell noch einen weiteren Rebellen und sind dieser komischen Aura dieses Kerns scheinbar. Naja, los. Ich würde mal sagen, wir vertrauen einfach mal Renatos Gefühl, dass der Kern nicht gut für ihn ist und greifen einfach den Außenposten an. Trust me, Renato, you won't regret this. I'll treat the core like it was my own baby daughter. As the Farfarer dived towards the Nexus, Lupino was jumping up and down with excitement. Stop rabbiting around, Renato said. Lupino just stared at him. The moment the ship landed, Lupino leapt off the ship.
Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Der soll nicht so rumhasen. Der alte Hoppelmann. Lapino, der alte Hoppelmann. Gut, aber ich glaube, wir sind besser bedient, wenn wir den Außenposten angreifen und ein paar Informationen, da wir ja die ersten Informationsquellen von der, naja, Generalin nicht bekommen haben. Das sieht auch wieder sehr vertrauenserweckend aus. As Lupino vanished into the wilds of the Nexus, Renato vaguely remembered Lupino had a baby daughter, didn't he? And he told her mother he was going out to get some Easter eggs, and he'd never come back. But Renato was relieved not to carry the core anymore. He was already feeling better. And who knows, maybe this time Lupino would get it right. And if Renato could take the outpost, he'd have access to all the Empire's communications in the sector. Right? Wow, also zerstöre den imperialen Außenposten. Wow, das hört sich alles echt danach an, dass wir uns ständig falsch entscheiden. Er hat eine Tochter, ich wollte nur schnell Ostereier gehen. Ostereier holen gehen ist auch. Das ist eine super Aussage, muss ich sagen. Deswegen benutzen wir auch erstmal den Altar. Ah, wir haben jetzt hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wir können unsere Gesundheit erhöhen. Wir könnten schneller laufen, ja gut. Aggressiv, die Abwehr eines Angriffs übt nun Schaden aus. Aha. Abwehrreflexe verlangsamt nach einem erfolgreichen Angriff bis zu einer nächsten Aktion die Zeit. Ruhe dich aus und plane deine nächste Aktion. Das ist, glaube ich, ganz cool. Man steigert die maximale Laufschneller. Ich glaube, Laufschneller. Gesundheit wäre natürlich auch noch. Ich glaube, wir gehen erstmal ein. Ja, wir gehen erstmal auf Gesundheit, denn. Naja. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht die Gesundheit noch ein bisschen besser gebrauchen könnten. So, ich guck mal. Ah, hier ist unser Schiff. Oh Mann, Alter. Ich hoffe, wir können ihn da wirklich jetzt alleine lassen. Ah, so schlechte Gefühle. Zur Not holen wir ihn wieder. Das sollte doch möglich sein, oder? Jetzt müssen wir erstmal Informationen beschaffen und deren Außenposten vernichten, damit sie, naja, scheinbar nicht mehr kommunizieren können. Die können ja nicht mehr rumkrähen, die alten Raben. Es sind hier erstaunlich wenig Kisten. Truhen. Truhen, wo was drin sein könnte. Hier, da hinten. Da hinten ist irgendwas. So. Achso, hier geht's lang. Oh. Hero Wall. Hero Sword. Ice Wall. Ice. Cube. Ja, das ist garantiert der richtige Schluss dafür. Aber wir brauchen unbedingt eine Werkbank. Ja, Erze. Oh, Alter, wir haben schon so viele Erze. Das ist schon beinahe... Wer es findet, darf es behalten. Juhu, ich darf es behalten. Das ist nett, danke. Nutzen wir den Teleporter wieder zurück, denn... Wir haben einfach kein Eisschwert. Wir hatten auch kein Feuerschwert und... Und ich, ne? Können wir wieder in die Gegenden zurück? Sieht so geil aus. Renato wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Ja, bestimmt. Oha. Toll. Warum fällt denn hier alles auseinander? Hier nicht. Hier fällt nichts auseinander, Gott sei Dank. So. Ah, das sieht schon echt cool aus. Ah, hier können wir wieder durch. Öffnen. Ich hätte gerne eine Werkbank. Was ist das denn? Oha. Vermeide den Zauberspruch des Zauberers. Nach der Explosion wird er alle beschädigen, die sich in der Umgebung aufhalten. Okay. Machen wir erstmal den hier fertig, würde ich sagen. So, das haben wir, glaube ich, gut gelöst. So. Jetzt kommen also auch schon andere Gegner. Das ist natürlich
erfreulich oder weniger erfreulich, je nachdem, wie man es sehen will. So. Yeah. Warum immer nur der Stil toll? Ich finde den Stil super, wie wir das machen. Entschuldigung, wir haben das super gelöst. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach, hier drüben. Hier haben wir wieder einen Teleporter, der bringt uns... Bringt er uns zurück? Oder bringt er uns ganz woanders hin? Das sieht ganz woanders aus. Verdammt, vielleicht hätte ich eher geradeaus gehen sollen. Renato caught his breath. His joints still hurt, but he couldn't feel the poison in his system anymore. He'd let the armature slip out of his hands to save his friend Lupino. Of course he had to let Lupino take the core. The rebellion needed every man doing his duty. And the rabbit would be no good taking on an imperial outpost, right? Alter, du hör doch mal auf, ständig das zu sagen. Das zieht mich voll runter. Mann. Scheiße, haben wir jetzt uns die ganze Zeit ver... Ach, meh. Geh jetzt Erze sammeln. Meine Erze. So. Verdammt, Mann. Wer sagt das ständig? This would be the perfect place for a tic-tac-toe board. Ja, definitiv. Wo denn sonst? Ach, Mann. Oh, Kisten, geil. Da kriegen wir vielleicht Leben. Komm. Ach, komm, Alter. Da findet man mal zwei Kisten, Alter, hier im ganzen Level, ne? Und... warum bin ich da vorhin nicht? Ah, eine Werkbank, eine Werkbank, eine Werkbank, geil. Ah, quietsch, 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 quietsch. So. Wir können das Windschwert und wir können ein Feuerschwert machen. Sammle die zum Schmieden des... Ja, genau. Während des Angriffes setzt der Gegner einen Brand, kostet Energie oder erlaubt es auch, sich selbst zu heilen. Ah, das ist ein, also sich selbst heilen ist natürlich auch geil, ne? Aber die Gegner in Brand stecken? Verdammt. This burning sword from the south was terrific for barbecuing sausages and ravens. Oh, wir können sogar das Schwert wechseln. Oh, wusste ich gar nicht. Cool. Halte R2, magisches Schwert aktiviert. Schwert verbraucht Energie, wenn sie aktiviert sind. Okay. Setzt außerdem alle Gegner in der Umgebung in Brand. Gut. Cool, neues Schwert. So, dann wollen wir sie einfach mal... Aha, okay. Gedrückt halten und dann lädt sich das wieder auf, ja. Und wir können auch die Waffe wechseln. Sehr schön. Renato, smash! Oh, Energie. Ah, Energie für die Waffe bestimmt. Und Gesundheit. Oh, oh, da drüben müssen wir hin. Oh, da drüben die große Schatztruhe. Das ist unsere. Die müssen wir haben. Ja, klasse. Komm mal her hier, kleiner Scheißer. So. So, dann wollen wir die hier mal alle abbrennen. Abstand halten von diesem Zauberer-Ding da. Ah, aua. Boah, der Stil war nur gut. Ich fand the outpost with a song in his heart. Soon he was stuffing his sack with key messages from and to the fleet. One message caught his attention. A high priority order has been given by the Emperor himself to locate something called the Iblis Stone. It was somewhere on a desert island. Renato had a bad feeling about this. Iblis was the name of one of the lost gods. If the Emperor was diverting ravens to search for it, maybe he should try to find it first. Then the Farspeaker Toad chortled a new message. The observatory had been sacked by ravens. Lupino and all the scientists had been taken to the mountains. Why? Why had he trusted Lupino again? And now the Empire had the core. Renato hailed the rebel base to warn them. But their far speaker didn't croak back. Was the base under attack too?
Ach man, toll, jetzt hat unser Labino hier den Kern verloren und er ist jetzt in der Hand des Imperators. Alle sind gefangen. Und ja, scheinbar kriegen wir den Rebellen Außenposten nicht mehr kontaktiert, denn die Kröte bleibt stumm. Und ja, entweder gucken wir jetzt zu dem Außenposten und sehen, ob da alle überlebt haben, oder wir holen Labino wieder und retten Labino noch einmal, um auch diesen Kern wieder zu bekommen. Er muss Labino retten, mal wieder. Labino den Kern anzuvertrauen, war eine verrückte Idee gewesen. Jetzt waren beide in der Hand des Gegners. Vielleicht sollte er seinen Freund retten. Schließlich wäre das alles nicht passiert, wenn er selbst den Kern zu den Wissenschaftlern gebracht hätte. Toll. Im Stützpunkt stimmt etwas nicht. Vielleicht wollten die Imperialen, dass er seinen Freund zu retten versucht, um ihn von der wahren Gefahr auf den Rebellionsstützpunkt abzulenken. Vielleicht sollte er Labino sein Schicksal überlassen und den Stützpunkt überprüfen. Okay, das ist schon wieder so eine Entscheidung. Das ist einfach nur, ja, fies. Das ist einfach nur wieder eine fiese Entscheidung. Ja, wir müssen entweder Labino retten und die Wissenschaftler, damit wir den Kern wiederbekommen. Oder wir gucken, was der Rebellionsstützpunkt macht. Rebellenstützpunkt, sagen wir es so. Boah. Ich würde mal sagen, wir retten Labino einfach noch einmal, weil... Ja, wir haben ihn jetzt ja auch wieder in die Gefahr gebracht und außerdem mit dem Stein oder mit dem Auge des Gottes, wer weiß, was da alles... Naja, was der Imperator damit alles ja, machen kann. Deswegen würde ich mal sagen, wir retten einfach wieder Labino, auch wenn das... Aber ich weiß nicht, hier. Ich bin völlig überfragt. Ach man. Ich brauche Hilfe von euch, aber ihr könnt mir jetzt nicht helfen, ist ja nicht live hier. Scheiße, okay. Wir retten Labino, wir retten jetzt einfach Labino und holen den Kern zurück. Who knew what was going on at the base? But he knew what the Ravens would do to Labino if Renardo didn't rescue him fast. What are all friends for, if not to need rescuing every few days? Ob das jetzt richtig war, ich hoffe es einfach. Oh Mann. Renardo felt a twinge of doubt. Should he have gone to the base? No. Logically, wherever they'd taken Labino was probably where they took the core, right? Oh, why couldn't Labino have just for once not got himself captured? Was that too much to ask? He shouldn't be too hard on the rabbit. No, he meant well, and he was insanely brave. You had to admire that. Ja, ich hoffe, das hilft uns weiter. Erklimme den Gipfel. Okay. Ja. Schön, dass er auch wirklich immer jedes Mal am Anfang wird man erstmal total verunsichert. Ich glaube, egal für welche Seite man sich entscheidet oder was man macht, du wirst erstmal am Anfang verunsichert. Toll, danke. Danke, Spiel. Voll das Mobbing-Spiel, ey. Gut. Den Gipfel. You're hooked. Aha. Den Gipfel erklingen. Erklimmen, nicht erklingen. Okay. Es gibt so viele Wege, die man laufen kann, ne? Was ist mit böse und gut? Sehr schön. Akzeptabel. Nein, Pro-Gaming war das. So, ich guck mal nach der anderen Richtung. Man lädt sich dann unser... Oh, unser Schwert lädt sich aber ganz langsam auf. Da brauchen wir richtige Energie für. Da würde ich mal sagen, wir wechseln jetzt erstmal auf das andere Schwert. Sharp? Check. Pointy? Check. Flexible? Check. What else do you need in a sword? Ah, die kann ich also da reinlocken. Hehehe. Können wir gegen den Zauberer hier, können wir gegen sich selber einsetzen. Scheiße, erwischt. Mist. Naja, jetzt aber. Ja. War jetzt nicht so gut.
Aber vielleicht gibt es ja auch endlich mal wieder ein bisschen Leben. Vielleicht auch nicht. Sind wir jetzt richtig? Oder laufen wir falsch? Gibt es ein richtig und ein falsch? Ja, schon wieder so ein Teleporter-Ding. Ah, das ist schon ein bisschen... Mann, ich will ein bisschen Leben haben. So, wir schauen jetzt nochmal zurück. Wir sehen da jetzt dieses Teleporter-Ding. Schauen jetzt. Wir können nicht zurückschauen. Ach, ist ja super.